Social Selling ist nicht dead, aber es hat sich weiterentwickelt. It's not the same anymore. Wir sind doch online alle so viel versierter und auch stimulierter wie früher. Wir haben Zugang zu unglaublich vielen Informationen und Tools und AI, ja, und Insights. Und die kommen aus allen möglichen Richtungen auf uns zu. Dass das, was uns ursprünglich mal beigebracht wurde zu Online-Marketing, das kann so gar nicht mehr funktionieren. Ist eigentlich logisch. Und mittlerweile, also unser System oder auch unser innerer Kompass, der realisiert heutzutage in 0,x, ob etwas BS ist oder nicht. Oder ob etwas relevant ist für uns oder auch nicht. Ich meine, wir können jetzt zum Beispiel doch schon von Weitem riechen, wenn sich jemand mit uns vernetzt auf LinkedIn und uns dann innerhalb von einer Minute eine Standard-Willkommensnachricht sendet. Dann wissen wir ganz genau, was passiert, wenn wir darauf antworten. Ein Pitch passiert, wenn wir darauf antworten. Wäre das grundsätzlich interessant für dich? Ja, okay, we get it. It's not news anymore. Oder auch das Overdelivern sehe ich gerne in Webinaren, also zum Beispiel, also das Overdelivern von Informationen. Also zum Beispiel, du bist in diesem Webinar richtig, wenn du Punkt, Punkt, Punkt hast oder bist oder willst oder wie auch immer. Und übrigens, ich zeige hier überhaupt nicht mit dem Finger auf irgendwen, weil I've been there, I've done that, I bought the T-shirt and you just have to move on now because the world has moved on. Und auch die Leute, die unter unseren Beiträgen kommentieren, wo man eine Meile gegen den Wind schon riecht, dass sie entweder unsere Aufmerksamkeit haben wollen oder die Aufmerksamkeit von unserem Netzwerk haben wollen und sie ihr Angebot direkt darunter platzieren. Rude. Aber ja, diese Hacks und Techniken, die sind absolute Zeitverschwendung. Ja, Verkaufen oder Social Selling auf LinkedIn und auch woanders übrigens, funktioniert so nicht mehr. Wenn es überhaupt mal so funktioniert hat. Anyway, etwas, das ich beobachte, ist, dass für die meisten in meinem Netzwerk, die Verkaufen super anstrengend finden, dass es daran liegt, dass sie sich trennen, also dass sie die Person und das Business und das Verkaufen, dass sie da eine Trennlinie ziehen. Und dann täglich grüßt das Murmeltier und oh mein Gott, es ist Zeit zu verkaufen. Ja, also Bluse an, Krawatte ran und Happy Selling. Nur, dass sich dann das Ganze unnatürlich anfühlt natürlich, weil es auch total unnatürlich angegangen wird und dann auch vom Gegenüber als total unnatürlich wahrgenommen wird. Ja? Und ich würde wirklich behaupten, dass die erfolgreichsten Verkäufer verkaufen jeden Tag, den ganzen Tag. Zum Morgen, zum Mittag, zum Nacht. Also alles integriert, alles in allem, was sie tun, integriert. Und was Social Media betrifft, heißt das, dass jeder Beitrag verkauft. Ja, ganz offensichtlich verkauft oder auch positiv unterschwellig verkauft, aber verkauft. Und Mehrwert geben schließt übrigens das Verkaufen auch nicht aus. Ja, das ist auch etwas, was ich immer so gerne sage. Und sogar Verkaufen selber kann Mehrwert sein, wenn man es richtig macht. Die Trennung von Mehrwert und Stories und Persönlichem und Verkaufen, das ist das, was nicht mehr funktioniert. Denn wenn du dich fragst, okay, so, wie verkaufe ich mit LinkedIn? Oder wie verkaufe ich jetzt mit Content? Was ich übrigens im Content Shift Programm und natürlich auch während meiner Content Challenges dir zeige. Und ja, das How, das Wie mache ich etwas, ist natürlich absolut wichtig. Ja? Aber dieses Wie geht Verkaufen, anstatt Wie bin ich die Person, die immer verkauft, von der alle kaufen wollen. Dazwischen, da liegt der Knackpunkt. Ja? Und einmal in einen sauren Apfel beißen, sprich eine anstrengende Verkaufsaktion machen, das schafft jeder mal. Aber das ganze Ding verschlingen, jeden Tag, ja ein und ja aus, ja, das funktioniert nicht nachhaltig. Aber, und das meine ich wirklich damit, wenn dein Verkaufen ein integraler Teil wird von allem, von dir auch als Person, ja, und du einfach aufhörst, dich dagegen zu wehren und einfach akzeptierst, es ist ein Teil von mir, von meinem Business, und du es einfach lebst, einfach tust, wie du einfach atmen tust, dann kann sich dieser Knoten auch lösen. Dann fühlt sich Verkaufen nicht mehr geht an, sondern es fällt dir leicht. Ja, es ist tatsächlich möglich. Weil dann machst du eben auch gar nichts anderes, wie dich ganz natürlich zu unterhalten, ganz menschlich. Und so ziehst du eben auch die richtigen Menschen, die so ticken wie du und die Lust haben auf dein Angebot, zu dir. Magnetic. Ja, that's the vibe. So funktioniert Social Selling heutzutage. Ja, mit Connection auf Augenhöhe.
mit Spaß und mit, ja, ich würde wirklich sagen, mit der Verkörperung von Sales, wie atmen, nicht mit Hinterherrennen und ekligen Taktiken, unnatürlichen, unmenschlichen Taktiken, ja, an denen dann deine Seele so langsam aber sicher eingeht, wie ein kleines Pflänzchen, dem nie Wasser gegeben wird. Ja. Aber wenn du Lust hast auf diesen Vibe, auf Beiträge, die zahlende Kunden bringen und nicht nur Likes und Views, dann schreib mir eine Nachricht und wir können zusammen schauen, was der beste nächste Schritt ist für dich. Cheerio!